Willst du was dazu sagen? Vielleicht. Allahu Akbar. Wenn du Allahu Akbar, wenn du Allahu Akbar sagst, ne? Alle! Stolz, stolz. Ich steht im Koran. Ist ein Zeichen vom Teufel. Zu viel Stolz. Zu viel Stolz. Das ist Hochmut. Das ist nicht Hochmut. Das ist Hochmut hier. Wir machen das Unmögliche möglich. Eine Palästina-Flagge, ich werde sie auch tragen. Das ist auch. Also das ist doch nicht Hochmut. Wenn ich sage, wir sind besser als der Rest der Welt, das ist Hochmut. Aber wenn mein Land gewonnen hat und ich mit den Feuer, ist das kein Hochmut. Dein Land. Bruder, dein Land, es gibt keine Länder. Diese Länder haben Wester gemacht. Weißt du? Es gibt ein Umma, es gibt keine Flaggen. Du sagst, es gibt keine Sitten. Nein, es gibt keine Länder. Es gibt Allah hat uns in verschiedene Länder unterteilt, damit wir uns kennenlernen. Bruder, Allah hat ein Umma gemacht. Weißt du, was Umma ist? Wir sind immer noch eine Umma. Ja, aber du kannst nicht sagen, ich bin Deutsch, türkisch, ich bin besser. Deutsch, ob du Deutsch bist, ob du afrikanisch bist, spielt doch keine Rolle. Ja, deswegen sollte man auch keine Flagge zeigen. Warum? Warum soll ich sagen, ich bin stolz auf meine iranische Blut? Ich bin stolz auf das Fußballspiel, das wir gewonnen haben. Bruder, Fußballspiel, wenn du schaust. Du mischst Politik mit Fußball. Okay, ich mache das zur Seite. Ja, Religion mache ich zur Seite. Mach Religion zur Seite. Wenn du guckst Fußball, ne? Ja. Von Anfang bis Ende. Ja. Werbung von Cola, Süßwasser, Energiegetränk, Alkohol, abgesehen von Religion. Das ist alles falsch. Das ist alles falsch. Ja. Und dahinter ist eine Wettereiindustrie und Konzerne, die alles falsches Geld. Dann darfst du gar nichts machen. Darfst du doch gar nichts machen. Ja, wir sollten weniger falsche Sachen machen. Okay, vielleicht machst du woanders einen Fehler und ich mach bei dem Fußballspiel meinen Fehler. Vielleicht gehst du in ein Restaurant, der für das Land ist, was den Krieg unterstützt und ich nicht. Vielleicht isst du oder trinkst du was Falsches, wovon du nicht weißt, aber ist auch ein Fehler. Und ich guck das Spiel dafür. Weißt du, solange du deine Pflichtgebete einhältst, die anderen fünf Säulen des Islams durchführst und versuchst, das Beste aus dir rauszuholen, dann passt du auch irgendwo, machst du auch Fehler. Lass das mein Fehler sein heute. Okay, also nur, das finde ich schade. Also, wenn man einen Fehler einsieht, ne, und dann sagt, okay, ich hatte auch früher so eine Iran-Flagge, ne, ich sag dir ehrlich. Ich bin immer, ja, Iran! Aber du wirst mich noch nicht jeden Tag damit rumlaufen sehen. Oder? Wegen sowas wählen die Deutschen wirklich AfD, weil ich war auf denen. Sollen die wählen? Und die sagen, alle anderen zeigen stolz, die wollen auch stolz. Weil die nicht feiern. Wenn die feiern würden, wird keiner was sagen. Sollen die auch feiern? Oder nicht? Es ist doch für EM das Gesetz der Ruhezeit aufgehoben worden. Also es ist uns erlaubt zu feiern. Oder nicht? Auch wenn das nach westlichem Gesetz erlaubt ist. Darum geht es. Hier ist auch erlaubt, du kannst jetzt auch erlaubt, Gras zu nehmen. Oder Marihuana zu nehmen. Okay. Aber ob du das machst oder nicht, ob das ein Fehler ist oder nicht, darum geht es ja. Und es geht darum, dass es falsch ist. Aber du gehst ja wieder auf, du hast doch gerade mit den Gesetzen von Deutschland angefangen. Deswegen habe ich darauf gemacht. Du hast gesagt, Leute wählen AfD. Aber wir laufen nach deren Gesetz und wir dürfen das hier machen. Wenn die sich dadurch gestört fühlen, weil die kein bisschen Stolz in sich haben, ist das doch unser Problem. Das ist doch gut, dass sie keine Stolz in sich haben. Nein, nein, nein. Du darfst stolz haben, du solltest stolz sein, aber nicht zu viel. Warum? Was bringt das? Was ist der Unterschied, wenn ich sage, ich bin besser als der Rest der Welt? Die Türkei ist besser als der Rest der Welt. Ist das zu viel Stolz? Das ist zu viel Stolz. Das ist zu viel Stolz, ne? Ja. 100%. Ja. Aber wenn ich hier mit meinen türkischen Brüdern etwas feiere, weil wir gewonnen haben, ist das doch nicht zu viel Stolz. Das ist, also trotzdem ist das, auch wenn das ein bisschen ist, ist das zu viel. Ein bisschen Stolz ist das zu viel. Wer macht die Grenze? Wo willst du mir sagen, ab diesem Grad ist es zu viel Stolz und das ist zu wenig Stolz? Ab dem Punkt, wo man sagt, ich komme aus dem Türkei, ich bin was Besseres, oder ich hole eine Flagge. Ab dem Moment, wo man eine Flagge rausholt, ist das schon zu viel. Nein, gar kein, nein, nein. Das ist deine Meinung. Das ist in deinem Kopf die Grenze. Verstehst du? Gerne würden meine palästinensischen Geschwister heute spielen, um die zu unterstützen, um zu zeigen, dass wir stärker sind als der Rest der Welt, würde ich genau mit einer palästinensischen Flagge rumlaufen. Nur um Angehörigkeit zu zeigen. Dass wir zeigen, wir sind da. Diese Grenzen, 80% von diesen Grenzen, auch wenn das Palästina ist, auch wenn das Iran ist, Afghanistan ist, die haben Engländer gemacht. Grenzen 100%, ja. Das heißt, du bist dieses Land, es existiert nicht. Das ist seit 80 Jahren so. Davor war das nicht so. Davor gab es keine Grenzen. Davor gab es das Osmanische Reich. Dann gib mir das Osmanische Reich, vielleicht werde ich auftragen. Also bist du auch stolz auf das Osmanische Reich? 100%. Aber ich sage nicht, dass das an erster Stelle kommt. Aber die haben die erste Stelle ist natürlich immer die Religion. Das ist doch gar kein. Das kommt doch gar nicht in Frage. Das Osmanische Reich hat ja sehr viele Länder erobert. Ja. Aber der hat ja nicht mit Liebe erobert. Der hat mit Massaker und Eingreifung erobert. Ja, aber und was mit den Ländern passiert, die erobert wurden?
waren die nicht darunter im islamischen Recht? Ja, Islam ist ja was Gutes. Also du willst mir sagen, wenn wir heute England erobern, um daraus ein muslimisches Land zu machen, sagst du es falsch? Ja, also wenn das mit Gewalt und Massaker geht, wenn das mit Gewalt und Massaker geht, das ist ja nicht was Gutes. Natürlich nicht. Ist nicht Gutes. Aber du kannst die derzeitige Zeit nicht mit heute vergleichen. Damals waren Massaker üblich. Wenn die nicht erobern, werden die erobert. Fressen oder gefressen werden, das war das Leben damals. Ja, wenn du die nicht angreifst, werden die dich angreifen und dich erobern. Und um stark zu bleiben, musst du die erobern. Das war das Leben. Heute wird dich keiner einfach so angreifen. Heute macht keiner Kriege. Wenn du einen Krieg anfängst heutzutage, bist du schuld. Deswegen sagt man, wenn du im Recht bist, geh nicht in Unrecht. Wenn du im Hack bist, mach keinen Schritt, um nicht mehr im Hack zu sein. Okay, damals waren andere Gesetze. Damals waren andere Zeiten. Okay, aber das heißt, man kann dann nicht mehr stolz sein, weil damals konnte jemand nicht stolz sein. Jetzt darf man nicht mehr stolz sein aufs Osmanische Reich. Ja, was ist stolz? Auf was? Bist du auf nichts in deinem Leben stolz? Vielleicht bist du auf dich stolz, auf deinen Vater, auf deine Leistung, was du gebracht hast. Und mein Land hat heute eine Leistung gebracht, auf die wir stolz sind, Fußball. Das ist ja Zufall, in diesem Land bist du geboren, du konntest auch in Afrika geboren sein. Dann wäre ich auch auf Afrika stolz, wenn die gewonnen hätten. Mhm. Verstehst du, dass ich wäre auf alles stolz, wofür ich dann an dem Tag hergekommen bin. Das macht für mich keinen Sinn. Also sag mir, was keinen Sinn macht, ich erklär's dir. Okay, guck mal, egal wo ich geboren bin. Okay. Das heißt, ich kann auch stolz sein, das heißt, man kann das auch gleich weglassen. Warum? Man kann das ja gleich weglassen, weil jeder ist irgendwo geboren. Dann sollen die stolz drauf sein, dass sie geboren sind. Mhm. Oder nicht? Ja, nee, bist du nicht stolz darauf? Wärst du nicht stolz darauf, wenn du kleiner wärst, deine Eltern sind Putzkräfte? Darauf bist du auch stolz. Ja, du brauchst dich unterkriegen lassen. Auf deren Leistung, was sie gebracht haben. Richtig, und ich bin auf die Leistung von dem heutigen Fußballspiel stolz. Ja, aber auf einen osmanischen Reich oder auf einem Land, wofür ich nichts getan habe. Nichts. Ich habe nur durch Zufall bin ich in diesem Land geboren. Und ich habe mit dem Osmanischen Reich und so gar nichts zu tun. Warum soll ich darauf stolz sein? Weil wenn wir so anfangen, mein Problem sind die Deutschen. Die können komplett ausrasten. Lass die Deutschen in Ruhe. Lass die AfD. AfD wird nichts machen. AfD wird doch nichts gereicht. 80% von ihr haben sowieso einen deutschen Pass. Ja, die können trotzdem sagen, die Migration, die können das trotzdem sagen, hier abhauen. Die können das Gesetz ändern. Deutschland? Natürlich. Wenn zwei Drittel von dem Parlament AfD wird, die können das Grundgesetz ändern und die können sagen, auch die Leute... So werden die doch niemals kommen. Ja, aber wenn ihr das immer weitermacht, dann werden die noch mehr kommen. Aber das ist doch nicht einmal die Woche für 365 Tage. Das hält ein, zwei Wochen an, bis das Turnier zu Ende ist. Danach vorbei, alles. Gibt's nicht mehr. Fertig. Du bist positiv. Ich bin immer positiv. Ich sehe immer mehr Parallelgesellschaften. Ich sehe immer mehr Flaggen, immer mehr deutsche Flaggen sehe ich, immer mehr albanische Flaggen. Das sehe ich. Das ist, was ich sehe in Berlin. Und das macht kein gutes Gefühl. Weil die Deutschen fühlen sich auch eingeschüchtert. Weißt du, die fühlen sich eingeschüchtert durch solche Sachen. Lass das deren Problem sein. Das war aber sehr nett mit dir. Salam alaikum, Bruder. Salam alaikum. Das war sehr nett. Danke dir, ne? Wirklich. Das war sehr toll.